So, da sind wir wieder. Oh, jetzt habe ich schon irgendwas aktiviert. Nein, das ist unsere Quest oben. Das ist sehr, sehr schön. Und wir haben hier die Möglichkeit, die offizielle Spielanleitung sogar zu öffnen. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Und wir hatten, beim letzten Mal das Problem, dass ich dachte, ich kriege direkt eine neue Quest bei unseren Pikenier-Freunden. War aber gar nicht so, weil wir erst den Spuk im Geisterkerker angehen müssen. Dazu mussten wir, glaube ich, in den Wald wieder raus. Genau. Wer bist du? Ein Abenteurer, nicht wahr? Galfried schickt dich, sagst du? No, Fikir sei Dank. Du hast sicherlich schon davon gehört, aber mitten im Ritual der Druiden ist ein gewaltiger Schatten aus dem Nichts erschienen und hat sie ohne Vorwarnung angegriffen. Ein großer Teil der Gruppe konnte erfolgreich entkommen, aber 5 von ihnen werden noch immer vermisst. Bitte finde sie und führe sie sicher wieder aus dem Kerker heraus. Alles klar. Ja, jetzt erinnere ich mich auch, was es mit diesem Kerker auf sich hatte. Oh, ein Fate-Bereich. Dann ist das wieder irgendein Event, ja? Eine Horde Imps aus dem Geisterkerker. Oh Junge, aber die werden schon von anderen hier bambuselt, oder? Sollen wir da mitfighten? Vielleicht besser so. Ja, diese Fate-Events, die können immer irgendwie halbwegs random auf der Karte sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben mich so ein bisschen an die Rifts aus Rift erinnert, weil du da eben so kleinere, ja, Events für alle eben hast, ne? Mit bestimmten Aufgaben, bestimmten Gegnertypen. Und dann kannst du da einfach wild um dich schlagen. Aber sehr sweetes Modell hier. Dennoch würde ich lieber den niedergeschlagenen Soldaten helfen. Kommen Sie auf die Beine! Ein riesiger Schatten, der sich über mich lehnt. Was um alles in der Welt? Ein Abenteurer, bitte. Du musst die Druiden retten. Jo, wie lässig er aber weggeht. Okay. Noch eine Soldatin, aber wollte ich sagen, diese Imps, die pullen wir bestimmt jetzt dazu. Die hätten wir dann normalerweise vielleicht gar nicht hier, ne? Die hängen jetzt mit diesen Events zusammen. Aber gut, da gibt es Schlimmeres. Besonders viel können die auch nicht. Dann kommen sie hoch, nee, Frau. Ja. Galfried schickt dich. Yes. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Bitte hilf den Druiden für mich. Die armen Druiden, Mann. Die wollten ja einfach nur ordentlich einsaufen, ne? Und jetzt sowas. Die haben wir immer da. Ah, das Event ist quasi dann zwar vorhanden, aber bezieht sich dann auf die Gegner, die ohnehin schon da sind. Die mit dem Fate-Symbol hast du sonst nicht da. So unterteilt sich das. Okay. Okay. Komm nicht näher, du grausame Oh, du bist nur ein Abenteurer. Wir wurden mitten im Ritual angegriffen. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht genau, was passiert ist. Aber die wurden komplett verdroschen. Bin ich schon cool genug als Abenteurer, um da wirklich mitmischen zu können, wenn all die Soldaten hier verdroschen wurden? Von den Druiden mal ganz abgesehen? Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Was hatten wir hier denn eigentlich noch? Chakra, das war zum Heilen, und die Falle. Mit der Betäubung. Ja, ja, ja. Ah, guck, die wollen auch schon auf die Fresse hier. Junge, Agro-Range ist aber auf jeden Fall sehr, sehr real bei denen. So, Stolperfalle für eine kleine Betäubung mit rein. Und dann hoffen wir, dass der Spawn von den Kollegen sich in Grenzen hält, weil manchmal ist es ja so bei solchen Eventabschnitten, dass die Kollegen dann doch ein bisschen schneller wiederkommen, als du gucken kannst. Na, ich bin schon Level 10, ja, ja. Bin ja der Oberheld, Junge. Hoch mit dir. Du sollst uns zu Hilfe kommen? Ich fürchte, dafür ist es zu spät. Das Ritual ist fehlgeschlagen. Ich muss dringend nach Gridania zurückkehren. Die Saatseher müssen von den Geschehnissen erfahren. Ja, tschüss, ne? Viel Spaß mit den Mückenschwärmen. Okay, die hat bestimmt so ein elektrisches Fliegennetz dabei. Schwingt die einfach wie so ein Lasso bei Lucky Luke. Zack, alle down. Dieses Ding war kein Gebieter, sondern eine Ausgeburt der Finsternis. Das klingt nach einem guten Gegner für mich. Einer von uns ist noch in den Tiefen verloren. Unser Seher, du musst ihm helfen. Ja, ich kann den aber nicht sehen. Verstehst du? Okay, der mag mich nicht. Du spielst erst 3 Stunden, aber gibt es in Final Fantasy was, das du auch gerne in WoW hättest? Ich finde Schnellreisepunkte innerhalb einer Stadt sehr interessant. Und ich fand stark, dass wir ziemlich früh im Startteil schon synchronisierte Sequenzen hatten. Das fand ich beides extrem stark. Aber für weiteres habe ich, glaube ich, noch zu wenig gesehen. Der Seher. Den Kampf von Spuk im Geisterkerker beginnen. Stufe 13. Achso, wir werden angepasst wieder, ne?
unterliegt einer automatischen Stufenanpassung. Ja gut, dann kann ich auch nicht underlevelt sein. Mit meinem süßen Pflänzchen hier neben dem Namen, hä? Huh? Und Nachnamensystem finde ich auch sehr spannend. Zürnende Stimme der Schöpfung, erfülle diese Steine mit deiner Seele und erwecke sie in deinem Angesicht zum Leben. Oh, toll. Es geht nur nach unten, die Anpassung. Underleveled geht. Na toll. Yo, diesmal ist keiner da, der für mich tankte. Oh oh, Big Place Only, Junge. Der Lehmgolem. Beste Lehm, pflegt man ja zu sagen. Oh, der frisst aber trotzdem ganz gut. Ja, schön rein da. Komm, unsere Big Combo hier. Schaden hält sie auf jeden Fall in Grenzen. Versuch schon mal so ein bisschen rumzutippeln, weil ich glaube, der macht gleich was Böses, oder? Bist du stark genug, dem hier zu widerstehen? Ja, genau sowas, dachte ich mir. Okay, aber da kommen wir ja relativ locker flockig rausgerannt. Big Combo Hits Only, also die Kämpfe am Anfang, die sind auf jeden Fall aushaltbar, ne? Die sollen uns ja auch so ein bisschen was beibringen hier von den Grundmechaniks. Oh, auch etwas, was wir so von WoW nicht unbedingt kennen, ne? Dass man hier schon direkt Big ausweichen muss, Junge. Oder sollte. Das darf nicht wahr sein. Niemand darf dem Golem das Leben nehmen. Oh doch, ich mach das jetzt einfach. Mach ich doch nicht. Da weichen wir lieber nochmal sauber aus. Das wirkt nämlich sehr ungesund, was der Onkel treibt. Triumph! Spielinhalt beendet. Ja, das war Final Fantasy. Würdiger Endboss. Dass der Golem besiegt werden konnte. Dieser Mann ist kein gewöhnlicher Abenteurer. Hallo. Oh, der ist schon weg. Wow. Okay. Geheimnisvolle, böse Leute. Dunkle Magie und fette Golems. Ach, guck. Verflucht, er ist entkommen. So sieht man sich wieder. Wie geht's dir? Ja, bestens, ne? Mit meinem Zahnstocher, genau. Oh, Big Vision. Was machst du? Ach, die wieder, die Echsen. Sei doch still, noch mehr dieser schrägen Vögel. Wie oft haben wir das heute? 7 Mal? Ihr Vordringen ergibt keinen Sinn für mich. Meinst du, könnte es sein, dass wir einen Primär beschwören wollen? Ich hoffe für uns alle, dass du damit daneben liegst. Dennoch müssen wir auf das Schlimmste gefasst sein. Primär. Ein Schaf. Primär. Nein, kein Schaf. Alle verwelkt. Das gleiche Schicksal hat Kem Smaragdmoos ereilt. Es ist, wie wir befürchtet haben. Was immer Dalamuts Einschlag verursacht hat, es beeinflusst das Leben im Wald der Einkehr. Du meinst die Störung im Äther? Das ist sehr wahrscheinlich. Das Kaiserreich hat sich für eine Menge zu verantworten. Wenn das Gleichgewicht gestört ist, versinkt das Land allmählich im Chaos. Genau davor hat Louiseau gewarnt. Es ist dieses Chaos, dem die Primär entspringen. Wesen, die ansonsten keine Daseinsberechtigung hätten. Spricht sich er Primae? Okay, danke. Die Zeit läuft uns davon. Aber es gibt noch immer Hoffnung für dieses Land. Wir müssen uns an diese Hoffnung klammern. Und bis zuletzt kämpfen. Wird gemacht. Das war ja einfach. Gute Überzeugungsarbeit. Uah. Verfluchte sperrige Apparate. Diese sperrigen Apparate sind das Neueste, was Shalayans Werkstätte hergibt. Sei ein wenig respektvoller. Aber sie sind so hässlich und außerdem verdammt schwer. Wenn du mich fragst, sind sie deutlich besser als deine Maske. Na, damit haben wir sie ja auch schon gesehen.
Schwer zu glauben, dass bereits 5 Jahre vergangen sind. Schon? 5 Jahre sind lediglich ein Wimpernschlag in der Lebensspanne eines Planeten. Vermutlich hast du recht. Der Wald der Einkehr hat sich nur spärlich erholt und die Gridania stehen immer noch nach den gleichen Gefahren gegenüber. Und einigen neuen. Als ob wir mit den Ixal und Garuda nicht schon genug zu tun hätten, müssen wir uns auch noch mit den Sylphen und Ramu herumschlagen. Diese tapferen Abenteurer, die vor 5 Jahren an unserer Seite kämpften. In letzter Zeit frage ich mich häufiger, was so aus ihnen geworden ist. Ah. Ein Zeichen. Ida, sieh nur. Hm? Du meine Güte, und was ist das? Eine weitere Störung im Äther, die sich gerade erst manifestiert hat. In dieser Richtung liegt der Mogri-Stubben. Wir müssen uns beeilen. Ah, und dann haben sie uns getroffen, ne? Ja gut, wir müssen da ja irgendwie mit connected sein. Das wäre ja sehr merkwürdig, wenn nicht. Das haben wir uns ja schon gedacht. Geht's dir gut? Deine Augen sahen gerade ganz schön glasig aus. Der Seher ist unverletzt. Ein wenig benommen, aber körperlich und geistig unversehrt. Jedoch sind unsere Sorgen damit nicht vorbei. Du darfst nicht vergessen, dass die Gebiete über den Wald der Einkehr wachen. Sie haben es den jetzigen Bewohnern erlaubt, hier zu leben und sich an den Schätzen des Waldes zu erfreuen. Das schließt den Grund und Boden des Kerkers ein. Da sie keine Verwendung mehr für den Kerker hatten, kamen die Gridania hierher, um ihn den Gebietern in ritueller Form zurückzugeben, als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Leider ist das Ritual fehlgeschlagen, wie du dir sicherlich vorstellen kannst. Wenn man den Gebietern nicht den gebührenden Respekt zollt, und zwar in angemessenen Ritualen, werden sie womöglich zornig und schlecht auf die Gridania zu sprechen sein. Das kann verhängnisvoll sein in diesen unsicheren Zeiten. Aber du hast mehr als genug getan. Wir werden den Druiden in Sicherheit bringen und seine Kollegen aussenden, um das Ritual zu beenden. In der Zwischenzeit solltest du dir einen Weg nach draußen bahnen und Alestan Bericht erstatten. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Ich heiße Papa Limo und diese taktlose Frau neben mir ist... Ida. Papa Limo und ich erforschen zusammen den Wald der Einkehr. Schön, dich kennenzulernen. Hallo. Ida, würdest du mir mal bitte helfen? Moment, du hast etwas Vertrautes an dir. Könntest du womöglich... Ach, schon gut. Meine Augen spielen mir bestimmt einen Streich. Bis demnächst. Oh, vielleicht sind wir sogar einer von damals, hä? Oder eine Reinkarnation? Oder einfach nur ein Reh? Könnte auch sein. Aber wir dürfen wieder raus. Ja, wir müssen vorne mit unserem Best Boy sprechen. Ey, das Tor geht sogar automatisch auf. Geil. Und wer bist du? Ein Gauner-Imp. Der hat eine andere Farbe. Ob ich hier einfach durchflitzen kann, ohne zu verrecken? Mal gucken. Alestan, du musst mir helfen, Bruder. Ich bin in Lebensgefahr. Ist ihm scheißegal, ne? Und ich kann die auch nicht richtig LOSen? Na gut. Dann hauen wir die hier jetzt eben weg. Was soll's? Bam, Junge. Schön den Vitalstoß mit rein. Und hier die Heilung hatten wir doch dabei. Und noch eine Stolperfalle und alles. Muss vor allem einmal targeten hier. So. Ja, die knallen aber gut raus mit ihrem Eis, ne? Das ist wie, wenn früher immer der Eismann kam. Mit der Glocke. Und dann hat man sich schön Kaktuseis auf die Faust gegönnt. Aber ich glaube, das haben die gar nicht dabei, die miesen Hunde. Ich glaube, die haben echt nur solche Eiszapfen, die mir ins Gesicht hauen wollen. Finde ich nicht sehr sozial von denen. Aber sieht so aus, als würden wir es schaffen. Gerade so. Glaube, blind durchrennen. Ja, das kann auch schneller in die Hose gehen, als du gucken kannst. So. Fehlschlag? Achso, das war das Bonusziel vermutlich, oder? Beitrag und Vergütung? Ja, mit den Fate-Events. Na gut, da haben wir ja nicht wirklich draufgesetzt. So.
All dies hat sich im Geisterkerker zugetragen, bei Nofika. Wer war dieser maskierte Magier und welche dunklen Ambitionen treiben ihn an? So viele Rätsel. Nun, ich werde die Antworten kaum allein herausfinden. Ich muss diese Angelegenheiten mit Galfried erörtern. Das wird ein wenig dauern. Dein Mut hat heute viele Leben gerettet, Abenteurer. Dafür gebührt dir unsere tiefste Dankbarkeit. Kehre nach Gridania zurück und suche Mejun auf. Sie wird dir in unserem Namen für deine Bemühungen danken. Nice. Ja, die kennen wir ja. Das ist unsere Gasthausfreundin da ganz am Anfang. Okay, cool. Dann müssen wir auch nicht zurückrennen, weil wir haben ja unsere Rückführung. Yo, da müssen wir ja nicht durch die riesigen elefantösen Stechmücken, sondern können einfach eine Flitzung machen. Zack. Hoffe ich zumindest. Ja, perfekt. Guck mal, wie schnell auch die ganzen Spieler laden. Na, boom. Und da sind sie. Ratuna, sei. Und wir haben wieder Regen. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal auch echt ordentliches Scheißwetter, ne? Das ist schon ganz schön frech. Aber als gut gelaunter Pikenier können wir das natürlich aushalten. Oh, was bist du denn? Junge. Carfunkel. Nice. Simon und Carfunkel. Man kennt sie. Und ein Wolfshundwelpe. Oh, mit so einem kleinen Tuch drumherum. Oh Mann. Ja, das ist schon ein Süßi. Ein Feini. Willkommen zurück, Crafters. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ein ganz schönes Abenteuer im Geisterkerker hattest. Erstmal Kopfschütteln. Nö, normaler Montag, weißt du. Eine herrliche Geschichte, um sie in einer Schenke kundzutun. Doch leider muss ich dich bitten, sie für dich zu behalten. Vorerst zumindest. Solange die Druiden in der Sache nichts entschieden haben, wäre es besser, die Leute nicht mit Geschichten von laufenden Statuen zu beunruhigen. Ach so, wegen dem Golem, ja. Nun denn, du sollst ein angemessenes Entgelt für deine wertvollen Dienste haben. Der erste Teil deiner Belohnung besteht darin, dass ich dir die Erlaubnis gebe, ein Gästezimmer hier in der Gilde zu nutzen. Ich habe schon alles arrangiert. Du musst nur mit Antonin sprechen, wenn dir der Sinn nach einem stabilen Bett und einem weichen Kissen steht. Junge, er fühlt sich komplett bei der Vorstellung. Ha! Als zweiten Teil deiner Belohnung biete ich dir einen Weg zu Ruhm und Reichtümern an, nämlich Freibriefe. Freibriefe sind Aufzeichnungen zahlreicher Bitten, die wir aus der Bevölkerung erhalten. Sie umfassen allerlei Aufgaben, derer sich ambitionierte, junge Abenteurer wie du annehmen können. Gontran stellt die Freibriefe hier im Hexenstübchen aus. Ich habe ihm bereits von deinen Fähigkeiten berichtet und er freut sich darauf, dich kennenzulernen. Nice, wie sie nur auf ihren Einsatz warten, wie wenn Leute so in Quizshows vorgestellt werden und dann ihr Plüschtier in die Kamera halten. Hey, Mann! Ach, übrigens, hast du schon von dem bevorstehenden Fest gehört? Ein wahrhaft freudiges Ereignis, dem Jung und Alt gleichermaßen entgegenfiebern. Leider überschatten die jüngsten Ereignisse die diesjährigen Feierlichkeiten ein wenig. Wenn diese verdächtige Person doch nur geschnappt würde, dann könnten wir alle leichten Herzens feiern. Aber wir reden jetzt von dir, Kraftus. Du hast mich mit Stolz erfüllt. Ich erwarte große Taten von dir, junger Mann. Ich sehe aus wie so ein richtig junger Mann. Heiliger. Okay. Ja, bin der Uwe, ich bin auch dabei. Dir stehen ab sofort Inhaltsempfehlungen zur Verfügung. Diese empfehlen dir je nach Stufe, Klasse und aktueller Region Inhalte, die du spielen kannst. Ich bin ein kleiner Bub, ist so. Du kannst die Inhaltsempfehlungen über das Hauptmenü aufrufen. Sie werden dir außerdem beim nächsten Einloggen angezeigt. Nutze die Empfehlungen für ein noch größeres Abenteurervergnügen. Alles klar? Das klingt ja nett. Hey, Erfahrungsstufe. Dö. Er sieht aber auch wild aus hier mit seiner Fliegermütze, ne? Yo, Avail Naboru. Der hat fast so eine schöne Namenskombi wie ich. Not bad. Mejun. Auf zum Gut Zwieselgrund. Das klingt ja wieder toll. Der Stuppen und Zwieselgrund. Geil. Mejun ist der Meinung, dass du dich als Abenteurer gut entwickelt hast. Um weitere Erfahrungen zu sammeln, will sie dich zum Gut Zwieselgrund schicken. Na, du hast ja schon einiges erlebt. Gefällst du dir in der Rolle als Wohltäter Gridanias? Dann habe ich einen Vorschlag für dich, wie du dich weiter einbringen kannst.
Im Südwesten des tiefen Waldes liegt Gut Zwieselgrund. Die Leute dort arbeiten hart und können deine Hilfe gebrauchen. Außerdem ist das Gut ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt mit einem Ätheriten. Dort wirst du neue, wichtige Erfahrungen sammeln können. Gut Zwieselgrund liegt südwestlich der Blaudachs-Sorte. Hinter der Brücke wirst du schon den Ätheriten sehen. Du kannst auch ganz einfach einen Linien-Schokobo nehmen. Der bringt dich schnell und sicher nach Zwieselgrund. Bei Kingur kannst du einen Ritt auf einem Linien-Schokobo buchen. Glaub mir, komfortabler kann man nicht reisen. Wenn du angekommen bist, stelle dich bei Kisa vor. Sie verwaltet das Gut. Gut. Gut, gut. So begrüßt man sich dort bestimmt. Fantastisch. Ich versuche mir einen normalen Namen auszudenken fürs Roleplay und dann kommt ihr Stinker. Ja, das ist auch richtig und wichtig so. Hoffe, du hast dann auch so eine schöne Fliegermütze auf. Ehre. Okay, Gut Zwieselgrund und frohen Mutes mit stinkenden Ködern was anlocken? Nö, wir gehen zum Gut erstmal, oder? Mit Gutfried geht's uns gut. Und ich sollte irgendwo einen Linien-Schokobo nehmen können. Das ist dann sicherlich wie so ein Greifenflug, nur dass wir dann hinreiten, ne? Das war, glaube ich, auch bei Runes of Magic so, dass du zumindest eine Zeit lang kein eigenes Mount hattest, sondern nur auf so festen Wegen dann reiten konntest, ja, indem du dir was entsprechend angemietet hast. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr mystisch. Und das weiß ich auch nur wegen einem ehemaligen Mitschüler, der neu in unsere Klasse kam und wir dann meinten, ey, hast du Bock, WoW mitzuspielen? Und er meinte, nein, er spielt lieber Runes of Magic. Damit war er natürlich gleich unten durch und wir haben nie wieder mit ihm gesprochen, aber wenn er mal was erzählte, dann sowas, ne? Wenn wir erzählt haben, dass wir jetzt endlich ein neues Drachenmount haben, hat er gar nicht verstanden, warum. Weil er konnte ja eh nur nach Linie reiten. Oh, was seid ihr denn? Schaudermilben. Das sind die Viecher in unseren Kopfkissen, hä? Naja, glaube, wir laufen mal lieber. Und wir laufen schnell. Ja. Aber es gab tatsächlich auch freie Mounts. Siehste? Der hat nur Halbwahrheiten verbreitet, der miese Hund. Ich wusste, dem kann man nicht trauen. Mit Runes of Magic fing es an. Aber hier ist doch schon das Gut, oder? Da komme ich nur nicht so richtig hoch. Hallo? Ich möchte gern rein, aber ich darf nicht. Im Wald ist zu dunkel, die haben alles zugemacht. Hier kommen keine Asozialen mehr rein. Vielleicht, wenn ich mich Streicher nenne und eine lustige Kapuze trage. Nein? Ah doch, ich wusste, das funktioniert zuverlässig. Ah, das sind tatsächlich die Blitzeffekte, wenn hier die Schatten manchmal so ein bisschen freidrehen, ne? Das sind die dicken Donnerwolken. Ich habe überlegt, ob das irgendwie ein Phasing-Ding gerade ist. Aber nee, das ist wirklich vom Blitz her, Junge. Wusch. Da schon wieder. Wilde Zeiten. So, hier sind wir richtig. Oh, und hier sind die Hühnchen. Huhn. Nice. Das ist einfach das KFC von dieser Zone. So viele. Einfach riesige Hühner in ihren Ställen. Fantastisch. So, und hier sollten wir sein. Bei Kisa. Moin. Du bist also Craftus McCraftface. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich bin Kisa, die Verwalterin von Gut Zwieselgrund. Ich habe schon so einiges von dir gehört. Nur Gutes natürlich, keine Sorge. Die älteste Saatseherin war so weise, uns dazu anzuhalten, Abenteurer willkommen zu heißen. Schön zu sehen, dass ehrliche, hart arbeitende Leute wie du ihr Recht geben. Du bist hier, um uns bei der Arbeit auf dem Gut zu unterstützen, oder? Wir können jederzeit die eine oder andere helfende Hand gebrauchen. Ehrlich gesagt, habe ich gerade einen Auftrag hier, der zu erledigen wäre. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, loszulegen. Oh, und hast du einen guten Ruf? Ah, ich hab schon. Lol, ja, ich hab schon einen guten Ruf. Also enttäuscht die Leute nicht. Okay. Ich werd's probieren. Was haben wir denn? Eine Hanfhose? Oder eine Laienreiter? Quatsch, ja, bam. Hanfhose. It is. Sehr schön. So, wie war das? Das war jetzt ein bisschen anders, ne? Wir hatten ja so ein Extra-Menü. Aber wenn ich hier draufklicke, wollte ich sagen, geht das auch auf. Hanfhose, wupp. Einmal gewechselt. Sehr schön. Läuft bei uns. Da hatten wir ja diese Extra-Equip-Tasche, wenn man so will, ne? Lässig. Dieses blaue Männchen war das. Hier, genau.
Da können wir sogar optimieren und dann passt das sogar automatisch mit an, ne? Das geht auch. Genau, genau. Ein zerbrochenes Ei. Kisa am Gut Zwieselgrund scheint zutiefst unglücklich zu sein. Vielleicht kannst du ihr bei einem Problem helfen. Hab Gnade, Nofika. So ein verdammter... Quickian? Hat eines meiner Schokobo-Eier zermalmt. Dieser schmutzige Dieb hat sich auf dem Gestüt herumgeschlichen, als er von einer Wache entdeckt wurde. Das dumme Vieh ist in Panik verfallen und hat das Ei fallen gelassen, das es gerade stehlen wollte. Diese Rattenwesen haben eine Höhle drüben bei Nofikas Lete. Könntest du vielleicht dort vorbeischauen und mit der Soldatin Roseline sprechen? Sie wird wissen, was zu tun ist. Okay. Okay, dann gucken wir da mal rüber. Da unten, achso, da ist die Linienreittiermarkierung, verstehe. Wir wollen aber dort nach oben. Dann muss ich wieder an den Milben vorbei, oder? Muss das sein? Aha, ich weiß es nicht. Gnolde, hi. Prüfungsergebnisse sind, erster Teil bestanden, drei kommen noch und ich war gut genug, keine mündliche machen zu müssen. Das ist immer erstmal Hauptziel, oder? Glückwunsch. Dann gibt es jetzt so Rattenwesen auf die Fresse. Da ist sie schon, Roseline, mit ihrem eigenen Ausguck. Was hat der neben seinem Namen? Stuhl? Was heißt das? Der ist AFK? Stuhlgang? Das ist ja spannend. Ich habe nur so ein Pflänzchen. Ich will auch einen Stuhl. Mann, nichts darf ich. Ist einfach AFK, weil der Stuhl leer ist, ne? Stuhl ist einfach AFK. Okay, dann will ich doch keinen. Kesa schickt dich. Verstehe. Eins ihrer Eier ist zerbrochen, sagst du? Die Quickien sind ein ständiges Ärgernis. Aber nun haben sie sich auch noch einen Einbruch und Schokobo-Mord zu Schulden kommen lassen. Die Antwort für dieses Verbrechen muss schnell und entschieden ausfallen. Achso, Quickien wegen Quieken und Rattenmensch, ja? Das könnte sein. Du wirst ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen, Abenteurer. Finde die Höhle westlich von hier und bestrafe sie, indem du mindestens 4 Störenfriede erschlägst. 4? Oh, sind die so böse? 4 bei Rattenmenschen? Ich meine, dann können wir es auch lassen, oder? Was für 4? In der Zeit haben die 20 neue gezeugt. Aber gut, da sind sie schon, Störenfriede. Oh, die sehen aber eigentlich ganz niedlich aus. Oh nein, ich dachte, die sind total hässlich. Seid ihr wenigstens innerlich hässlich? Aber guck mal... Boah, die gehen doch voll. So einen würde ich mir aber als Haustier gönnen. So, schön rein da. Ah, guck mal. Die Voids. Was auch spannend ist, die Voids... Wow. Okay. Die Voids pulsieren so, ne? Bevor die jetzt hier ihren Ultraschallstoß entfesseln. Normaler Rattenmenschen-Move. Da hast du dann immer noch mal Zeit, so diese Intervalle auch mitzunehmen und vermutlich optimal zu moven, ne? Finde ich gut. Hornissenschwarm. Aha, da sitzen sie am Feuer. Na gut, wir schnappen uns mal den Onkel hier. Lebenstechnisch halte ich das ja nach wie vor sehr, sehr gut aus. Da müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Aber 3 Pullen? Wir nehmen mal schön die Onkels, die hier draußen drumherum stehen. Und geben denen auf die Schnauze. Ja, die sehen einfach ein bisschen aus wie Vulpera, die so ein Onesie tragen, ne? Die sich verkleiden wollten als Ratten mit dieser langen Schnauze. Batz! Weg mit dir. Sauberer Stoß. Das waren schon alle. Okay. Ja, schönen Tag noch in eurer Höhle, ne? Ich hoffe, das wird euch eine Lehre sein. Die sind einfach am Verhungern. Müssen irgendwie Eier klauen von der Farm gegenüber. Und wir töten die dafür. Die erstellen jetzt bestimmt so eine Umrechnungstabelle, wie viele von ihnen sterben dafür, dass ein paar andere satt werden. Die Quickhirn haben ihre gerechte Strafe bekommen. Eine trostlose Aufgabe. Aber du hast sie bewundernswert gemeistert. Hoffentlich haben diese wieselnden Nager ihre Lektion gelernt und zügeln ihre diebischen Neigungen, um dem Zorn weiterer Abenteurer zu entgehen. Ehre. Oh, neue Brustrüstung. Lederrüstung. Okay. Tada! Und eine neue Stufe und eine neue Fähigkeit. Eine blutige Hand. Okay. Was haben wir bekommen? Eine Brustrüstung. Diese hier. Lederrüstung. Ja. Sieht nicht mehr ganz so aufgeplustert aus, oder? Fast ein bisschen zu förmlich. Aber ich mag diese schwarzen Lederteile hier am Handgelenk.
Da kannst du bestimmt sogar ganz gut Streitkolben und so mit blocken, ne? Wenn das eine richtig schön dicke Lederschicht ist, Junge. Was haben wir hier? Blutbad. Du absorbierst einen Teil des physischen Schadens, den du austeilst, als eigene LP. Wow. Okay, das ist big. Das ist definitiv etwas, was wir nutzen werden. Schön. Wer bist du jetzt? Oshaya, Blauschimmerbefall. Anofikas Lethe muss die Himmelssäulenwurzel von Blauschimmerpilzen gesäubert werden. Freiwillige können sich bei Oshaya vom Klageregiment melden. Bist du schwindelfrei und hast einen sicheren Schritt? Nein. Dann möchte ich dich bitten, die Himmelssäulenwurzel von den darauf wachsenden Blauschimmerpilzen zu befreien. Da habe ich böse Flashbacks an diese eine Weltquest in Nasiatar mit diesem Blasen, wenn ihr euch erinnert. Sie sehen wie gewöhnliche Pilze aus, aber sie vermehren sich ungeheuer schnell und würden in kürzester Zeit die gesamte Wurzel zerfressen, wenn wir sie nicht entfernen. Dabei musst du höllisch aufpassen, dass du nicht herunterfällst, sonst brichst du dir noch alle Knochen und den Rest erledigen dann Schaudermilben und andere Kreaturen, die im Schatten der Wurzel leben. Wenn du fertig bist, sag Theodore Bescheid. Er koordiniert von oben aus die Reinigungsaktion. Das klang auf jeden Fall sehr motivierend. Wenn man runterfällt, dann bricht man sich erst alle Knochen und dann wird man qualvoll von irgendwelchen Tierchen im Walde zerrissen. Großartig. Wie in der South Park Weihnachtsfolge. Ja, opfern wir Hasi dem Teufel, Junge. Nur, dass ich dann Hasi bin, ha? So, ein Schimmerpilz. Ich habe keinen Schimmer, was die wollen. Ich glaube, unsere Questgeberin ist einfach nur eine Vermieterin, die keine Lust hat, den Schimmel selber zu beheben. Und darum hat sie den so mit Glitzer bestreut. Und jetzt sieht's aus, als müsste man das looten. Wir machen hier gerade einfach den Wohnblock sauber, Junge. Flipp ich aber aus. Da drüben. Ich feiere den Blitzeffekt tatsächlich. Ich glaube, der könnte nach zu langer Zeit extrem auf den Sack gehen. Aber das macht das Wetter an sich doch noch ein bisschen immersiver, ne? Nicht nur, dass es hier bei all den Gewitterwolken deutlich dunkler ist, sondern ich glaube, ich bin ein bisschen zu fett für die Quest hier. Sondern das trägt auch so sehr schön mit zur Atmo bei. Macht das nochmal ein bisschen greifbarer, ja? Irgendwie hat mich Final Fantasy nie so abgeholt wie WoW. Ich kann aber nicht so den Finger drauflegen. Wieso? Das Spiel an sich sieht ja gut aus. Ja, ich glaube, ein großes Problem ist auch einfach, wer hat Zeit für mehrere MMOs, ja? Gerade wenn man jetzt mehr als nur Gelegenheitsspieler ist, auch klare Ziele hat oder einfach ein bisschen heimisch geworden ist, ne? So sesshaft in einem der Spiele, dann ist es auch schwer, sich gleichermaßen in ein anderes reinzufuchsen. Deswegen muss ich auch gutes Timing haben mit so Flautenphasen, ja. Und da kann ich dann anderen ganz gut eine Chance geben. Ah, du hast die Blauschimmerpilze entfernt. Vielen Dank. Die Wurzel ist ein wichtiger Verbindungsweg zwischen zwei Ebenen, die bei der großen Katastrophe auseinandergerissen wurden. Deshalb geben wir uns große Mühe, sie in Schuss zu halten. Zugegeben, man kann auf dem feuchten Moos leicht ausrutschen, aber die Wurzel ist trotzdem eine große Erleichterung. Man sagt, die Göttin Nofika selbst habe sie für uns hier angebracht. Geil, das ist einfach eine Göttin und die bringt dir eine Wurzel an. Let's go. Bronzeschaller? Und was ist das? Eine Hanfbunthaube? Nein. Wir nehmen den natürlich. Abgeschlossen. Und habe ich es richtig gesehen, dass das ein Helm war? Ja, Mann. Der Bronzeschaller. Jetzt sehe ich aber wirklich aus wie so ein richtiger Standard-Dulli-Soldat, oder? Mit diesem Helm? Aber ich mag seine Farbe. Dafür, dass das der erste richtige Helm ist? Schmeckt. Schmeckt. Gestalten im Unterholz. Neue Stiefel. Theodore scheint etwas im Wald entdeckt zu haben. Ja, der hat hier einen echt netten Posten, also solange hier kein Blitz einschlägt zumindest. Ja? Ritter-Lanze-Schrott, genau. Willst du wissen, warum ich ausgerechnet hier stehe? Dann musst du nur einmal nach unten sehen. Von hier oben habe ich einen guten Überblick über den Weg nach Zwieselgrund. Ich halte nach Räubern und gefährlichen Monstern Ausschau. Schließlich ist das Klageregiment für die Sicherheit dieser Gegend verantwortlich. Gerade eben habe ich tatsächlich verdächtige Gestalten gesehen, die sich dort unten in den Büschen rumgedrückt haben. Kannst du Rosaline am unteren Ende der Wurzel Bescheid sagen, dass sie da mal nachsehen soll?
Junge, können die nicht wenigstens so ein Dosentelefon oder so installieren, als ob hier jetzt immer einer zwischen den beiden hin und her rennen muss? Naja, wir wollen die Wurzel der Göttin ja auch ehren. Hm? Bevor wir ja oben Wurzeln schlagen, lieber wieder runter. Aber schön, der hatte ja auf jeden Fall den Überblick, ist wie so ein Bademeister am Strand, ja, in so einem Türmchen drin. Stabil. Solche Leute brauchen wir. Gerade Zwieselgrund, das muss hier gut bewacht werden, das sind unsere ganzen Hühnchen. Wenn da fiese Räuber und gemeine Meuchelmörder kommen, oh oh, können wir gar nicht leiden. Theodora hat verdächtige Gestalten in den Büschen gesehen. Ich dachte auch etwas gesehen zu haben, wollte meinen Posten aber nicht verlassen. Ja, das ist ja eine super Ansage. Kannst du im Unterholz nördlich von hier nachsehen, ob sich dort Verbrecher oder Unholde herumtreiben? Falls du irgendwelche Hinweise findest, bring sie zu mir. Okay. Ja, cool, ne? Die hat eigentlich auch was gesehen, aber will halt ihren Posten nicht verlassen. Ja. Bin ich, wenn neues WoW-Addon hittet und ich dann sage, oh scheiße, die Wohnung brennt, aber ich will meinen Posten jetzt nicht verlassen. Die eine Quest noch, Mutti. Gefährlich. Ja, wenn ihr selber jetzt doch sagt, ihr habt auch ganz gutes Timing vielleicht in diesem Moment erwischt, einfach Ausrufezeichen Final, da kommt da über meinen Link zu der kostenlosen Testversion und vielleicht hat man ja doch jetzt wieder einen, bist du ekelhaft, einen passenden Moment und will mal wieder reinschauen oder doch mal mitprobieren. Kostenlose Testversion ist auch eine sehr gute, eine sehr ausgedehnte mit unbegrenzter Zeit. Also das kann man sich anschauen, wie man möchte. Ja, das ist ein großer Vorteil in meinen Augen. Das sind die Überreste von einem Lagerfeuer. Und wir haben einen Lederbeutel. Aha, sag mal, wer macht denn hier ein Feuer zwischen diesen riesigen Milben? Und wer kam überhaupt auf die Idee, sowas Milbe zu nennen, Junge? Da ist die verdammte Killerzecke des Jahrtausends. Weg mit dir, weiche Dämon. Dankeschön. Wir freuen uns. Und den Lederbeutel bringen wir zu ihr. Das ist jetzt aber kein richtiger Hinweis, oder? Als ob die hier jetzt den Lederbeutel, naja, gut haben liegen lassen. Vielleicht, weil sie mussten, ja. Vielleicht, weil sie vor den verdammten Milben fliehen mussten. Die will man lieber nicht im Bett haben, ja. Wenn man irgendwie seiner Katze so eine Salbe gibt gegen Milben und so und Würmer, dann springt auf einmal so ein Vieh aus dem Fell, ja. Ah, ich verzichte an der Stelle. Und, hast du in den Büschen Hinweise auf unsere scheuen Besucher gefunden? Habe ich. Ein Lederbeutel. Steht da noch was bei? Ein alter Lederbeutel, den du bei einem erloschenen Lagerfeuer gefunden hast. Perfekt. Böp. Den Beutel hast du bei einer Feuerstelle mitten im Wald gefunden. Mal sehen, was drin ist. Eine Schokobo-Bürste und Röslingöl. Merkwürdig. Das sieht nicht gerade gefährlich aus. Aber warum sollte jemand mitten im Wald kampieren, obwohl Gut Zwieselgrund direkt in der Nähe liegt? Das bestärkt die Gerüchte, dass es jemand auf die Schokobos abgesehen haben könnte. Wir müssen wachsam sein. Ajo, gib mal neue Stiefel, Tante. Neue Stiefelchen. Geil, da sind sie schon. Bam. Oh, oh. Das ist eine gute Farbe für neue Lederstiefel. Hallöchen, Junge. Da sieht man das Blut nicht ganz so spritzen, wenn es schön den Kick wupp, in die Fresse gibt. Codeprey mit der 20. Dankeschön, Dankeschön. Sperrt die Augen auf. Ja, Roseline möchte die Wachen in der näheren Umgebung über die verdächtigen Personen informieren. Ich möchte die Wachen in der Umgebung über die verdächtigen Gestalten informieren. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Keine Ahnung warum. Kannst du ein entsprechendes Schreiben zu 3 Wachposten bringen? Sie sollen dir den Erhalt der Informationen quittieren, wenn sie das Schreiben gelesen haben. Melde dich zuerst bei Elmar am Stubben und dann bei Bernard an der Brücke im Zwieselgrund. Zuletzt gehst du zum Schokobo-Stall von Gut Zwieselgrund und zeigst das Schreiben Elgar. Junge, wenn die Namen kurz hintereinander kommen, ist aber auch wirklich immer Zungenknoten erstmal, ne? Das ist wie wenn wir ganz viele trollische Namen hintereinander haben. Da hast du auch immer Freude, Junge. Der Zungenkrampf, der wird dich vernichten. Die Stiefel ist ja Freitagabend, da kommen die roten Stiefel raus. Yeah, der Partymodus, ganz genau. Da hat man aus ganz anderen Gründen einen Knoten in der Zunge, wenn man da nicht aufpasst. So, wo sollten wir anfangen? Da leuchtet Panzerknacker. Wir sollten eigentlich jetzt bei allen Posten nahezu vorbei, ne?
sperrt die Augen auf, ja. Konnten wir da nicht sogar auch reisen? Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, oder hier jetzt irgendwie Linien-Chocobo zu holen. Oder großflächig irgendwie rumzureisen. Und zuletzt sollten wir zum Stall. Nö, wir sprinten da jetzt hin, Junge. Und Gewitter scheint auch aufgehört zu haben. Wir haben einen klaren Sternenhimmel. Fantastisch. Warum nicht Kraftos Kaktus? Das wäre mir nicht RP-mäßig genug, Seppo. Leider, ja. War vergeben, sowieso, genau. Ist Graf der Einzige, der Schokobo so ausspricht, oder habe ich ansonsten nur komische Leute gesehen? Es gibt auch Schokobo, glaube ich, ne? Das ist wie Vulpera und Vulpera und so. Da gibt es, glaube ich, schon beides. Aber ich glaube, vieles bei mir basiert vor allem auf Unerfahrenheit, ja. Da würde ich bei meinen Aussprachen nicht unbedingt drauf setzen, dass das dann die verbreitetsten sind. Oder Schokobons gibt es auch, genau. Was gibt es? Ich habe Befehle. Das Schreiben, ja, und ich brauche eine Quittung, bitte, wegen Steuer, weißt du? Brauche ich hier fürs Finanzamt. Verdächtige Gestalten wurden im Wald gesichtet. Verstanden. Wir werden nach ihnen suchen. Hier, mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Schreiben gelesen habe. Als nächstes steht Bernard auf der Liste. Du musst nach Zwiesegrund im Süden. Pass auf dich auf. Okay. Ah, oh, das ist das Torgal Mount, oder? Das ist ja toll. Das ist sehr, sehr sweet. Und die Tante hat auch ein leuchtendes Schwert, Junge. Das ist leuchtender und strahlender als meine Zukunft. Fürchterlich. Oh, die winkt mir sogar zu. Das ist nett. Die hat erkannt, dass ich nach Backfisch rieche. Aber ich verkaufe dir kein Brötchen. Das sind alles meine, Junge. Backfischbrötchen muss ich immer schon mit meiner Katze teilen. Kann ich nicht in Ruhe essen. So, wo sollten wir hin, Zwieselgrund? Das war da unten, oder nicht? Ja. Sehr, sehr gut. Das ist ein Gunblade sogar. Ah, da kannst du mit ballern und schlagen, oder was? Guck da. Das ist natürlich auch fancy. Oder Kraft spricht es als einziger auf der Welt richtig aus und irgendwo freut sich ein Entwickler gerade. Das wäre ein sehr geiler Plot-Twist. Aber das ist bei mir meistens so. Ich weiß nicht, was da eher der Standard ist. Aber wenn ich einen Namen neu kennenlerne, dann spreche ich den eigentlich kategorisch erstmal falsch aus. Überhaupt, dass jemand ist, der reinzappt oder ein neuer Charakter, den wir hier finden, da ist es sehr, sehr selten, dass ich da direkt richtig reinlacke. Egal, ob es um ein hartes oder weiches C geht oder um einen Apostroph mit entsprechendem Akzent oder um irgendein TH oder doch nicht. Ne, da brauche ich ein paar Anläufe. Darum orientiert euch am besten nicht an mir. Das würde der Entwickler vermutlich auch sagen. So, wo ist denn die Wache? Ach, hier, Junge. Bernard, mein Freund. Was geht? Was ist das da jetzt? Was ist das denn? Irgendein geplatztes Kopfkissen? Ah, das ist eine Blüte, in der du fliegst. Das ist ja toll. Kann man die essen? Gibt der so Blumen, die man auch essen kann? Der fliegt mit seinem Hund? Okay. Man könnte fast meinen, die Leute erleben hier finale Fantasie. Oder ich habe selber die falschen Blumen gegessen, ne? Könnte auch sein. In Final Fantasy VIII gibt es sie auch. Da habe ich letztens erst in der Beschreibung gelesen, dass man mit dem Schuss die Klinge zum Vibrieren bringt und damit einen brutalen Schlag erzeugt. Dachte auch immer, das feuert einen Schuss ab. Ach so. Gunblade, okay. Krass. Kann manche Namen aus HP heute noch nicht aussprechen? Meinst du aus Harry Potter? Ja, da gibt es auch einige abgespacete, ne? Das ist so. Was bringst du mir da? Ich bringe ein Sendschreiben. Ja. Unbekannte haben im Wald bei Nofikas Lete kampiert. Sie könnten es auf die Schokobos vom Gut Zwieselgrund abgesehen haben. Danke für diese wichtige Warnung. Hiermit bestätige ich, dass ich das Schreiben gelesen habe. Als nächstes musst du zu Elgar. Er hält oben bei den Schokobos Wache. Okay. Schreiben überbringen. Das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Dann muss ich mich ja geehrt fühlen. Du bist einer von zwei Streamern, die meinen Namen von Anfang an richtig hatten, trotz des fehlenden O's. Oh ja, das kann auch sehr tricky sein, ne? Das ist auch, wenn jemand so Leadspeak hat, also so statt Buchstaben Zahlen, ne? Statt einem E eine 3 und eigentlich kennt man das seit Jahren.
Und dann sehe ich das aber und denke, scheiße, wie war das jetzt nochmal? Bei Namen ist auch immer wilder Aussetzer mit dabei. Noch schlimmer ist nur, wenn Leute ganz viele Zahlen hinter ihrem Namen haben. Das sind die allerschlimmsten Verbrecher, wenn ich die erwische. Wie hoch ist eigentlich der Spieleranteil von Veras und den Katzen, deren Namen ich vergessen habe? 90%. Davon gibt es echt viele, ja. Aber die sind ja auch sehr speziell. Die sehen ja auch sehr schön aus, ne? Das sind so die Blutelfen von Final Fantasy. Ja. Ein Schreiben an mich? Mir schreibt sonst nie jemand. Du bist der Erste, oh, sind nur Befehle. Verdächtige Gestalten im Wald? So, so. Na, die sollen es wagen, unseren Chocobos zu nahe zu kommen. Danke für die Warnung. Wir werden die Augen aufsperren. Ja, wer blinzelt, verliert. Tada! Boah, noch ein Level ab, Junge. Jetzt geht's aber voran. Jetzt sind wir aber der Power-Leveler hier, ne? Stufe 13 schon. Hol's der Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Achso, bei dir direkt. Ja, weiß ich nicht anscheinend. Hol's der Geier. Was gibt's da? Armschienen. Na lecker. Du scheinst ein cleveres Bürschchen zu sein. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ein fahrender Händler hat südlich von hier etwas Weißes im Gebüsch gesehen. Als er es sich näher ansehen wollte, wurde er plötzlich von etwas Großem aus der Luft angegriffen. Kannst du die Straße nach Süden ablaufen und nach gefährlichen, fliegenden Monstern und diesem weißen Ding suchen? Wenn du etwas findest, dann sage Lothair an Galvans Wachturm Bescheid. Richte ihm auch aus, dass er verstärkt die Wildnis abseits der Wege im Blick behalten soll. Aber warum müssen wir das dem sagen? Ist das nicht seine generelle Aufgabe oder guckt er die ganze Zeit nur auf den Weg? Aber auch so von oben, quasi so, bewacht er so einen Quadratmeter, um den er sich kümmern muss. Und alles drumherum, ne? Das ist nicht mehr mein Aufgabenbereich, weißt du? Aber wir könnten uns ja hier dann noch irgendwie mit abstimmen eigentlich, oder? Stichwort Kristalle und so. Das wäre, glaube ich, nicht ganz undumm. Wie geil. Es ist eine fette Katze. Jawohl. Junge. Das ist einfach die Peak-Performance von Katzen. Ey, Mann. Geil. Und hier ist das fette Chocobo mit so einer Angel. Jawohl. Das bin einfach ich als Hühnchen. Sehr cool. Das kenne ich sogar, weil das so auf Twitter rumging. Großartig. Na gut. Wir harmonisieren. Und dann dürfen wir... Wohin? Ist hier die Markierung gerade noch gar nicht. Teleport erlernt. Ja, hol's der Geier. Da unten sollen wir gucken. Ja gut, das ist ja nicht so weit weg, ne? Da laufen wir hier irgendwie raus. So. Schön rüberjumpen. Oh, ich werde jetzt zeitnah massiv an Fallschaden krepieren, ne? Ist hier... Da kommt, let's go, easy, gute Abkürzung gewesen. Durch das Erlernen von Teleport bist du nun in der Lage, unmittelbar zu Aetheriten zu reisen. Das Teleport-Menü erreichst du über Teleport in der Sektion Karte und Transport im Hauptmenü. Hier unten, Karte und Transport, Teleport. Ah ja, und dann kann ich mir das aussuchen. Okay, kostet halt Geld, ne? The guten Gil Jill Hill. I see, okay. Ja, dann geiern wir jetzt mal ein bisschen rum, oder? Schnellreise ist ein sehr geiles System. Ja, wird es einige geben, die sagen, ist für mich so ein direkter MMO- und auch RPG-Killer, ja. Gerade wenn ich so an einige alte Classic-Argumentationen denke, so, es muss gelaufen werden, es muss entdeckt werden, aber du entdeckst es ja einmal, sonst hast du es ja gar nicht erst. Mir reicht das zum Beispiel vollkommen aus. Ja. Darum... bin ich da auch erstmal sehr positiv gestimmt. Gerade wenn es dann wirklich nur Laufen um des Laufens willen irgendwie ist, ne? Da bin ich doch über solche Vereinfachungen mittlerweile recht froh. Und hier ist ein Geierei. Und das ist jetzt so heftig. Das sieht aber nicht normal aus, ne? Mit dieser leeren Wolke. Oh, der Nordkap-Geier. Okay. Dann würde ich sagen, wir bringen euch zurück zu eurem Nordkap. Junge, die fressen aber richtig ehrenlos. Bam! Schön aus dem Leben drücken. Der Kap-Geier. Na gut, das ist hier eine Art Kap. Das muss reichen, wa? Kap und Kappa kenne ich, aber die sahen ein bisschen anders aus. Dödö. So. Da drüben. WoW dann ohne Portale spielen, genau. Wir gehen noch einen Schritt weiter.
Die streichen einfach dann alles komplett raus. So Flugrouten auch. Jedes Mal von Sturmwind nach Eisenschmiede laufen. Das wäre, nee, das wäre, glaube ich, keine Richtung, die dann irgendwer begrüßen würde. Ne? Also die Extreme, die sind da, glaube ich, auch nicht besonders erstrebenswert. Aber ich bin in meiner virtuellen Lebenszeit so viel gelaufen, durch so viele Games hinweg. Also ich finde Schnellreise echt okay. Und es kostet ja auch was, ja. Wie bitte? Nordkap-Geier hier bei uns im Süden? Und sie haben sogar Eier gelegt, direkt vor meiner Nase. Und ich habe nichts bemerkt. Elgar hat sich zu Recht Sorgen gemacht. Nur gut, dass du aufmerksamer als ich warst und die Nordkap-Geier erlegt hast. In Zukunft werde ich besser aufpassen. Was haben wir hier? Armschienen. Jo, plus 18, Bruder. Rein damit. Let's go. Welcher Slot sind denn Armschienen? Ich nutze gerade noch nicht immer dieses optimale Anlegen hier, um auch erstmal ein bisschen Gefühl zu kriegen, jo, für die Slots und was wir eigentlich überhaupt bekommen und so, ne? Sonst könnten wir immer den einen Button smashen, aber gerade ist noch so ein bisschen erstmal klarkommen, ne? Oben, unten, links, rechts, diese Späße. Baumgeflüster. Oh, jetzt wird's heiß, ey. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Bitte geh südwestlich von hier zum Hagebaum und erinnere die Druidin Leoni höflich daran, dass sie sich beeilen muss. Sie wollte nur ganz kurz nach dem Hagebaum sehen und dann vom Spiegelseesteg aus ein Boot nehmen. Seitdem ist schon ziemlich viel Zeit vergangen. Sicher kann sie sich nicht vom Hagebaum losreißen, aber am Spiegelseesteg wartet Amel bereits mit einem Boot auf sie. Okay. Ein Boot. Ein Boot. Er hat's Po anfasst, denken wir uns da. Weiß der Nordkap-Geier oder weiß er nicht? So hat mein Gehirn auch schon funktioniert gerade. Bei einigen, ne? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Durfte auch auf keiner Familienfeier fehlen. Nur hat man da nicht so viele Eier gesammelt. Hoffe ich. Dafür aber Pilze. Zwinker-Smiley. Wo müssen wir denn hin? Dort unten? Da unten? Baumgeflüster, okay. Es sieht, wenn man so rauszoomt, immer total weit aus, aber so mega weitläufig ist es dann zum Glück doch nicht, ne? Da werfen wir unseren Sprint ein und dann, wupp, auf zum Hagebaumarkt, ganz genau. Da hat mein Onkel gearbeitet. Das war immer toll. Mein Onkel besuchen, der hatte immer so einen eigenen Roller. Schon bevor so City- und E-Roller cool waren, ist er damit in seiner Pflanzenabteilung rumgedüst. Wenn wir dann zu Besuch waren, mein Cousin und ich, weil meine Mutti irgendwie einkaufen wollte, dann haben wir ihn immer ausrufen lassen. Onkel X, komm mal her, ist dann durch den Markt geschallt. Und dann kam er mit seinem Roller an. Ja, und ein bisschen Erde. Oh, Feldbereich. Nee. Onkel Feldbereich, komm mal nicht her, bitte. Ich muss mit Leonie sprechen. Oh Gott, die Musik. Ich halte doch die Action nicht aus. Was bist du denn? Oh, die Todespflanze der Tödlichkeit. Du kannst uns wegbleiben. Der hat sich dann gedacht, nicht die schon wieder. Ja, Plottwist, er hat versucht, uns mit dem Roller zu überfahren, weißt du? Oh. Und heute ist er Ghostwriter für Apache. Zack. Der hält aber aus. Was ist mit dem denn los? Ist der von dem Fated Event? Nee. Der hält einfach nur mega aus, aber ich glaube, da hauen auf jeden Fall mehrere mit drauf. Und den müssen wir machen, bevor wir mit Leonie reden. Der hat mich ja direkt angegriffen gerade. Hey, wir haben gewonnen. Krass. Blattblutbefall. War doch vom Fate. Siehste? War doch vom Fate. Interessant. Hat sich auf jeden Fall auch so angefühlt, ne? Ich habe die Markierung gerade nicht gesehen. Aber der war ja gefühlt heftiger als der verdammte Golem-Boss, Mann. Der Onkel ist einfach Apache. Imagine, schön mit Erde bisschen in der Hagebauabteilung am rumcruisen. Er ist einfach auf dem Boden geblieben, weißt du? So sieht's aus. Oh Schreck, so spät ist es schon. Ich hatte Amel und das Boot ganz vergessen. Das tut mir schrecklich leid. Dem Hagebaum geht es gut. Allerdings scheint etwas die Gebieter in helle Aufregung versetzt zu haben. Sie spüren eine dunkle Aura, die sich aus Tamtara erhebt. Tamtara! Ich muss Ihnen noch etwas länger zuhören und kann deshalb noch nicht aufbrechen. Bitte sag Amel Bescheid und richte ihr meine Entschuldigung aus. Ja, die wird total happy sein, wenn hier diese Killerpflanzen überall unterwegs sind. Ja, ich komme ein bisschen später, ne? Ja. Oder wenn es doof läuft, auch gar nicht mehr. Ich meine, im Endeffekt spart man dann, wenn man sich zum Essen treffen wollte oder so, ne? Jemanden einladen wollte und der wird auf dem Weg dahin von einer Pflanze gefressen. Ist erstmal sad, aber
wieder gespart. Ja, da muss man jede Münze hier am Anfang von Final Fantasy auch zweimal umdrehen. Und schon bist du auch dankbar für Katastrophen. Ohne Katastrophen wüsstest du manchmal auch gar nicht das Gute zu schätzen. Ne? Wenn nur Gutes passiert, das ist auf Dauer auch langweilig. Bin ja gespannt, wann Kraft eine Elite angreift, der nicht für eine Quest und so ist. Das kann natürlich auch schnell passieren. Gerade fehlt mir noch so ein bisschen der Überblick. Und da ist man natürlich sehr WoW geschädigt, wenn man dann irgendwelche grauen Drachen um das Porträt drumherum sucht. Hier hast du halt nicht mal ein Porträt, ne? Und darum ist mein Blick da noch nicht geschult genug, um da richtig differenzieren zu können. Renn ich in so einen Teufelzäscher rein, ja. Das kann schneller gehen, als man gucken kann. Boah, hier ist aber schön. Boah, mit der Musik. Ach, toll. Das ist so ein richtiger MMO-Reiz hier gerade, finde ich. Das ist das erste Mal bei Rotkammgebirge rein. Nach Seenhain. Toll. Da brauche ich gar keine Crysis-Grafik. Sowas würde auch in Pixel-Art bei mir total kicken. Das ist einfach nur schön. Und das ist immer schön. Sauge ich auf wie so ein Schwamm. Was saugt sie auf hier? Nicht das ganze Wasser, bitte. Leonie verspätet sich also mal wieder. Kein Problem, das kenne ich schon. Ich werde dafür sorgen, dass ein Boot bereitsteht, wenn sie kommt. Das war ja einfach. Gefiederte Harpune. Okay. Eine neue Waffe ist wie ein neues Leben. Wo ist sie denn? Hier vorne? Nee, hier hinten. Bupp. Jo! Die sticht. Wie der kleine grüne Kaktus. Not bad. Vor allem ist es einfach dieser Knochenspeer vom Anfang mit Federn dran. Einfach schön mit Patafix dran gehauen. Bupp. Und läuft. Was bist du denn? Eine Baumschnecke. Okay, eine Schnecke mit Beinen. Na gut, muss es auch geben, hm? Alles klar. Planwagenüberfall. Verzeih, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Ein Planwagen mit einer Lieferung aus Mühlenbruch wurde von Monstern angegriffen. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt. Aber der Wagen ist umgestürzt und dabei wurde die Ladung über den Waldboden verstreut. Bitte sieh nach, was davon noch zu gebrauchen ist. Du musst einfach dem Weg nach Süden folgen. Dann stößt du automatisch auf den Ort des Geschehens. Die Lieferung ist für Keisha, die Verwalterin vom Gut Zwieselgrund. Bring ihr alles, was du bergen kannst. Gut, man kennt's. Ganz bekanntes Gut, ja. Hatte noch eine fette Katze als Ingame-Pet. Das ist vermutlich das dicke Mount von gerade, oder? Dann als Haustierchen auch. Ich glaube, das haben wir sogar schon gesehen letzte Mal. Dicke Katzen sind immer sehr, sehr gut. Unendlich zu Hause, Howie. WB, willkommen zu Hause. Willkommen in der Nähe von gut. Nice one. So, wo gehen wir denn hin? Planwagen untersuchen. Ich habe keinen Plan dort unten. Okay. Und die haben jetzt sicherlich wieder Markierungen hier für unser Bestiarium oder wie es sich nannte. Ne? Da können wir ja auch immer neue Mobs erstmal schlachten. Uns da dann so ein paar Infos holen. Aber wir haben keine Zeit. Die Sonne scheint, der Regen und die Blitze, alles wurde überstanden. Und da ist der Wagen. Ja, das sieht wirklich nicht besonders gut aus. Aber hey, wir haben Kisten. Oh, wait. Oh, was bist du denn? Holzkröte. Junge, die sieht aber böse aus. Yo, die zieht mich ran. Oh, Big Void. Big Dodge. Yo, die ist aber echt heftig, Mann. Sehr krass, sie hat sogar Stacheln. Junge, wie groß sie ist. Was? Im Vergleich zu den anderen Viechern, die wir hier so haben. Aber besonders viel hält sie nicht aus. Da bricht sie schon zusammen. Aber als Froschfreund tut mir diese Quest natürlich weh. Und das Design finde ich sehr cool. Junge, wir brauchen mehr riesige Kröten, ich sag's euch. Oh. Nee, ich hab's nicht so gemeint. Das war nur ein Prank. Schnell. Oh nein. Aber jetzt. Warte. Jetzt holen wir die schnell. Ja. So, easy. Und jetzt verpissen wir uns. Auf Wiedersehen, liebe Kröte. Oh, die kommt mir hinterher. Langsam, aber sicher. Und sie ist weg. Okay. So müssen sich Wollmäuse unterm Bett fühlen, wenn der Staubsauger langsam ankommt. Und sie kommen einfach immer näher. Die wissen, wie man Atmosphäre macht. Ja, und ich zumindest brauche kein 20K Ultra HDD Ultra TV für irgendwie geiles Feeling, ne?
Da bin ich auch ganz froh drüber, sonst hätte ich einiges an geilem Scheiß, glaube ich, verpasst in der Vergangenheit. Können wir uns jetzt porten? Teleport. Neugridania? Gut, Zwieselgrund. Lass mal testen hier gleich. Da mussten wir ja hin jetzt. Bam! Und ich kann Leute verstehen, die dann viel oder sogar alles auf Grafik setzen, aber bin gleichermaßen froh, dass ich es nicht tue. Ich liebe auch so Pixel-Art, noch mit ein bisschen stimmungsvoller Mucke dazu, sicherlich auch irgendwie Nostalgie dabei, ne? Die guten alten Gameboy-Color-Zeiten und so, die da jedes Mal aufleben. Aber manchmal kickt das so richtig, ne? Dann scrolle ich erstmal eine halbe Stunde Insta, nur mit so Pixel-GIFs. Willst du etwas bei mir abliefern? Ja, ich habe Kisten. Die Kiste hat den Sturz aus dem Wagen heil überstanden. Na dann. Die Ware aus Mühlenbruch. Als ich von dem Monsterüberfall gehört habe, da hatte ich schon alles abgeschrieben. Danke, dass du zumindest einen Teil davon gerettet hast. Seit geraumer Zeit machen immer mehr Monster Tamtara und die nähere Umgebung unsicher. Finstere Gestalten schleichen im Zwieselgrund durch die Wälder. Ich habe fürchterliche Angst, dass unsere geliebten Schokobos etwas zustoßen könnte. Bitte hilf uns, sie zu beschützen, falls sich die Lage noch weiter verschlimmert. Alles klar. Big EP! Geschichtenerzähler! Werde ich einfach beleidigt hier. So schnell kann's gehen. Ach, hier drüben. Ja. Bei Sir Lookalot. Let's go. Gute Grafik ist nicht alles. Das stimmt. Ja, am liebsten hat man beides. Ne? Also wenn ich da an die Spidey-Games momentan denke, Ghost of Tsushima, Horizon, God of War. Also es gibt ja durchaus Games, zumindest viele Singleplayer, ne? Die auch heutzutage gewisse Standards erfüllen sollten. Aber hin und wieder, gerade auch in so Nischenbereichen, ne? Da kann das auch heute noch gut funktionieren. Das bewusste Zerstören der Welt, Final Fantasy XIV Version 1.0, ist das so gut umgesetzt worden ist. Der ist auf jeden Fall immer gefährlich, ne? Wenn du irgendwas mit der Welt vorhast. Ja, auch bei Keter seinerzeit. Cataclysm, ganze Weltüberarbeitung, wusch. Und das ist immer ein Spiel mit dem Feuer, ja? Wenn man da reingeht, egal ob jetzt wirklich gameplay-technisch oder auch nur grafisch, besteht immer die Chance, dass man auch ein bisschen was verliert, ja, und so einen eigenen Charme irgendwie raubt. Tja. Die alten Final-Teile, ja, die sind auch in Pixel, das stimmt. Vieles Altes. Joseph, hi. Das erste, was ich höre, ist dicke Katze. Wir brauchen mehr dicke Katzen. Dann hast du auf jeden Fall sehr richtig formuliert. Oh nein, bei allen Göttern, Leia's Ei. Bitte, du musst mir helfen. Ich war nur ganz kurz für kleine Elesen und als ich wiederkam, war es weg. Was war weg? Na, das Ei natürlich. Und glaub nicht, dass Schokobos davon jeden Tag einzulegen. Es ist extrem wertvoll. Wir müssen es wiederfinden. Warum ist da ein Mogri? Oh nein. Oh, hoffentlich ist es nicht der Besoffene. Na gut, wir finden das Ei. Du hilfst mir doch dabei, nicht wahr? Jemand muss es gestohlen haben. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Um sicher zu gehen, werde ich noch einmal den ganzen Stall durchsuchen und jeden Strohhalm einzeln umdrehen. Kannst du dich so lange umhören, ob jemand was beobachtet hat? Oh nein, wir müssen einen Mogri töten. Let's go. Tja, einfach die Leute bequatschen? Boah, würde mir auf den Sack gehen, ne? Kommt der Dude mit seinem schicken Helm und seinen roten Lackstiefeln und fragt, hey, hast du zum Beispiel diese fliegende Todeswahlfestung gesehen? Oder aber ein Eierdieb. Ja, auf den Dieb habe ich total geachtet jetzt. Die Walfestung, die ist mir egal. Aber so ein random Eierdieb, klar, den habe ich genau gesehen. Das wird er jetzt erzählen. Moin. Ein Schokobo-Ei ist verschwunden. Ach ja, vorhin haben die Schokobos ganz schön Krach gemacht. Als ich nachsehen wollte, was da los war, sah ich in der Nähe des Stalls einen Fremden. Er war ein männlicher Elesen mit scharfem Blick. Wenn ich jetzt so daran denke, schien er seine Umgebung aufmerksam zu beobachten. Ein merkwürdiger Typ, sage ich dir. Ein merkwürdiger Typ, na. Hatte der zufällig eine fliegende Walfestung? Und belauscht er uns möglicherweise in diesem Moment? Viele Fragen, wenig Antworten. Marv, die 27. Vielen Dank. So, hier ist noch einer. Ah, ist unsere Wache wieder hier draußen. Ja, Kollege. Dann sag mal an.
Ob ich verdächtige Personen gesehen habe? Na klar, dich. Scheiße, ich bin der Dieb. Scherz beiseite. Vorhin, als die Schokobos verrückt gespielt haben, stand jemand bei ihnen. Der hat sie gestreichelt und beruhigt. Ich hielt ihn für Luke Law. Luke Law. Wenn der allerdings, wie du sagst, zu dem Zeitpunkt nicht im Stall war, wer könnte es dann gewesen sein? Jo, der rennt gerade weg. Ist das nicht vielleicht auch verdächtig? Ja, Leute, ich muss zufällig jetzt in diesem Moment diese Mücke töten. Macht ihr mal weiter, ne? Sagt Bescheid, wenn ihr den Verdächtigen gefunden habt. Und während er das erzählt, rennt er einfach immer weiter. Und haut komplett ab, ja. Wir melden uns dann, Bruder, alles klar. Sehr unverdächtig. Dicke Katzen sind praktisch. Im Winter wärmen sie einen. Man kann entspannt mit denen auf dem Sofa relaxen. Sie liegen grundsätzlich im Weg, dass man drüber stolpert. Ja, es hat wirklich nur Vorteile, oder? Wo ist denn der letzte Dude? Da unten. Ah ja, da drüben die Wache. Ausgezeichnet. Der damalige und heutige Producer hat seinen Leuten explizit gesagt, zockt WoW. Deswegen gibt es hier auch Elemente, die vertraut sind. Ja, cool. Ja, und tatsächlich gab es ja auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Lob von Final-Entwicklern für WoW und andersrum. Ja, und diese großen Zwiste, die sind ja in der Regel Community gemacht. Da stellt sich ja meistens kein Entwickler hin und sagt, hier so eine Scheiße, sondern das sind ja dann die aufmüpfigen Community-Teile, ne, die da versuchen irgendwie zu spalten statt zu einen und zu zerreißen statt zu profitieren. Schade. Ja, einen merkwürdigen Typen habe ich gesehen, aber nur von hinten. Er rannte gerade in Richtung Tamtara. Das könnte natürlich der Eierdieb gewesen sein. Er hatte ein riesiges Ei bei sich. Aber was will er bloß mit einem Schokobo-Ei? Um es auszubrüten, muss man schon ein Schokobo oder ein Fachmann sein. Das kann nicht jeder. Aha. Das ist aber verdächtig. Na gut, kann ihm aber egal sein, wenn er es einfach verkauft. Ein Riesenomelett, ja. Ich habe Feuer gemacht, schreit er dann. Ein großes Spiegelei, Junge. Na gut. Aber toll, dass sie hier so viel Wachen haben. Und wenn da irgendein Verdächtiger rumrennt, ja, och, Mensch. Jetzt da weg, ne? Schade. Ja, doof. Machen wir erstmal Mittag, weißt du? Fantastisch. Ja, wir erzählen, was wir gerade gesehen haben. Mögliche Eierdiebe. Ich verstehe. Das Ei wurde also tatsächlich gestohlen. Und das, was du herausgefunden hast, klingt ganz danach, als würde sich der Dieb gut mit Schokobos auskennen. Er hat die Schokobos beruhigt und unter all den Eiern das Wertvollste herausgepickt. Ich fürchte, der Täter ist jemand aus meiner Heimat, Ishgard. Leia stammt nämlich aus einer legendären Schokobo-Linie Ishgards, den Windtänzern. In meiner Heimat gibt es nicht wenige Leute, die alles für eins von Leias Eiern gäben. Moment mal, wenn dieser Eierdieb aus Ishgard stammt, warum ist er dann zum toten Acker Tamtara gerannt? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das genau die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht wollte er eine falsche Fährte legen, oder... Na, ist doch egal, wir müssen das Ei zurückholen. Da hast du natürlich recht. Kannst du uns helfen, Kraftus? Wir kennen uns zwar mit Schokobos aus und können uns im Notfall wehren, aber eine Verfolgungsjagd ist womöglich zu viel für uns. Jo. Wie gesagt, der Dieb ist in Richtung Tamtara geflohen. Vielleicht hat er Komplizen, also sei vorsichtig. Krieg ich ein Hühnchen für die Jagd? Nein? Na gut, dann klaue ich jetzt auch ein Ei und setze mich ab. Dann spüre ich den auf, um zu fragen, wie er das am besten verkaufen will. Let's go. Okay, wir müssen dort hoch. Nee, eine harte Nuss, der Eierdieb. Da unten soll das sein. Okay. Okay, let's go. Dann machen wir eine Flitzung. Ehre. Ich finde, die könnten ein bisschen klarer machen, welche Jobs anfangen, zu welcher Rolle gehören. Ja. Ja, also Luft nach oben ist natürlich immer, ne? Und ich muss sagen, ich habe mir da tatsächlich selber noch gar keine großen Gedanken gemacht. Vielleicht, weil es auch nicht weiter präsent war, ja. Da könnte ich jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, weil man natürlich am Anfang auch gut ausbalancieren muss, was jetzt wirklich für den Einstieg wichtig ist und was man vielleicht auch irgendwie auf Level 20 dann als Erklärung mit reinbringt oder ähnliches, ja. Also, da bin ich noch nicht tief genug drin, um das jetzt richtig einschätzen zu können.
Hey, Junge. Mehr Wahlfestungen, let's go. Aber ich glaube gleichermaßen, dass es echt ein Drahtseilakt ist, sowas mit den Infos gerade am Anfang auszubalancieren, sodass man Leute auch nicht vollends erschlägt irgendwie, ja. Jasmin mit dem zweiten. Dankeschön. Wir haben 4 Streams diesen Monat, jede Woche einen. Und da sind wir jetzt beim zweiten drin, jawohl. Das sind schon wieder irgendwelche Milben. Und da geht's aber rein. Großes Mausoleum, Junge. Muss ich da auch rein? Warte mal, was sagt unsere Karte? Schon, ne? Oder dahinter? Nee. Hallo? Na, ihr Gerippe? Was geht bei euch? Ich guck mal doch erst draußen, nicht, dass die oben draufstehen oder so. Und ich schnetze mich jetzt hier durch die ganzen Gerippe durch. Das Ei suchen ist natürlich ein gutes Versteck, ne? Könnte sein, dass erst dahinter versteckt. Oder doch da drin. Würde mich auch nicht wundern, weil durch diese ganzen Skelette, da kommt der Otto-normale Schokobo-Pfleger auf jeden Fall nicht durch. Oh! Erfahrungsstufe. Ja, Belohnung für Gildenaufträge. Aha. Einige Kommandos lassen sich nur durch das Abschließen bestimmter Gildenaufträge erlangen. So ist zum Beispiel die Waffenfertigkeit reißende Klauen des Pikeniers erst verfügbar, wenn man den Gildenauftrag der Pikeniergilde erfüllt, der am 15. zugänglich ist. Okay, dann sollten wir da auf jeden Fall demnächst auch mal wieder gucken. Ah, schau an. Da leuchtet irgendwas. Und das ist wirklich ein Mogri. Oh no, der ist nicht unten bei den Skeletten drin. Der hat sich hier schön bei den Milben verschanzt. Ja moin. Ich dachte, ich spiele ein Melee-DD. Auf einmal war ich Tank. Also die Klassen waren ein bisschen komisch. Okay, ja, siehst du, sowas wusste ich nicht, dass das ganz schnell passieren kann. Aber klar, dadurch, dass du auf einem Char diese Möglichkeiten hast, ne, da kann natürlich auch sehr schnell sehr viel Chaos entstehen. So, Kuplo, was ist los? Du hast ein Ei, kann das sein? Der Kampf von der Eierdieb. Okay, gibt also auf die Fresse. Dö. Da ist er einfach. Da habe ich dich endlich. Du Wicht, gib mir das Ei. Niemals, Kupo. Das Ei gehört Lookalot. Ach, das ist der Gute, der Mogri? Bei Halone der Furie, wer bist du denn? Haben dich die Idioten aus Sieselgrund angeheuert? Ah ja. Du wirst uns nicht aufhalten. Los, Freunde, tötet ihn. Dann gehört das Ei uns. Alle 4 direkt? Oh, damn. Na, wir gehen erstmal auf den Big Boss, oder? Scheiß auf Eds. Ja, Blutbad mit rein. Das war schön gegen Regen. Oh, der hält aber gut aus, ne? Der Mogi tankt auch ein bisschen. Sollten wir dann doch lieber erstmal auf die Eds gehen? Halten die maybe nicht so viel? Oh, die halten überhaupt nichts aus. Okay. Dann ziehen wir lieber doch nicht auf den Boss durch, würde ich sagen. Dann holen wir uns erstmal die Kleinen hier. So. Jawohl. Das ist wieder die übliche MMO-Erfahrung, ne? Eds ignorieren, Junge. Einfach auf den Boss holzen. Immer gern gesehen. So, dann haben wir die aber schon mal weg. Dann kriegst du hier noch so eine Betäubungsschale mit dazu. Und dann gib schön auf den Kopf. Er ist stärker als gedacht, sagt er. Ja, jetzt wo ich all seine Freunde getötet habe, ne? Da kann man mal drüber nachdenken. Rum, schön rauf. Toll, Abenteurer. Weiter so, Kupo. Ey, der kleine Fanclub da hinten, ne? Guck mal, der schmeißt auch ein paar Steine. Der hat richtig Bock. Und am besten ist immer ausprobieren. Genau, ausprobieren, informieren und dann rein da und schön rumtesten. Das ist immer noch am besten, wenn man die Zeit dafür hat, ne? Geil, wir waren erfolgreich. Oh, Junge, die Milben sind aber anders zornig hier in diesem Waldteil, oder? Wie ist denn der Mogi lebend hier in diese Ecke gekommen? Wer weiß schon, warum der sich da halb in dem Stein versteckt. Wenn so einer auf den zurennt, da ist aber das Ei das geringste Problem, das er heute hat, glaube ich. Junge, milbig geht es zu Ende. Tada. Sehr gut. Weg ist er. So. Tada. Danke, Kupo. Jo, bitte. High Five. Und wenn ich dem High Five gebe, dann klatscht er an die Wand. Was ich hier mache, Kupo? Ich beschütze Leias Ei, Kupo. Ich hielt gerade ein Nickerchen im Schokobo-Stall, als dieser Strauchdieb das Ei stehlen wollte, Kupo.
da habe ich's ihm vor der Nase weggeschnappt und bin um mein Leben geflogen, Kupo. Bring Leias Ei bitte zu Lokelo, Kupo. Okay. Danke, Kuplo. Kupo und so. Leias Ei aufheben. Sehr gut. Das bringen wir zurück. Ausgezeichnet. Was ich schade finde, ist, dass Final Fantasy so viele Fansachen hat wie WoW. Barlow Block, Alimania oder Boon. Final Fantasy ist ja eher internationaler. Ach so. Ja, meistens auf Englisch. Okay. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist natürlich damals auch durch WoW als fast alleiniges Massenphänomen auch überall so zentriert gewesen. Nicht so viel, meintest du, genau. Und dadurch bin ich mir gar nicht sicher, ob es das jemals wiedergeben wird in dieser Form. Also klar haben wir auch riesen Content-Schwämmen und auch wenn ich ihn nicht kenne, mit Sicherheit guten Content zu Fortnite, League of Legends und. Aber damals hattest du ja gefühlt nicht so viel, ja, in diesem Bereich zur Auswahl. So hast du eine LAN gemacht, konntest Counter-Strike, Warcraft 3 oder WoW zocken. Und dementsprechend sah auch so der erste YouTube-Gaming-Content aus, bis dann irgendwann Minecraft kam, ne? Und natürlich auch der Gaming-Markt, der YouTube-Markt, der Creator-Markt, der Technik-Markt, das hat sich ja alles dann entwickelt. Und irgendwo bei diesen Anfängen war WoW immer präsent, ja? Gefühlt jeder hat's gespielt, jeder kannte Arthas, jeder Gag hat gesessen, jeder konnte Alimania mitreden, jeder kannte Leroy Jenkins. Und mittlerweile ist alles aber so viel größer geworden, und darum bin ich mir gar nicht sicher, ob man dieses Zentrierte, dieses Gesammelte so nochmal hinbekommt. Ganz egal, wie gut das Game und der Content dazu ist, ne? Es war einfach auch eine andere Zeit. Ja. Da sind wir. Hast du das Ei? Ist es heil? Ich hoffe. Sieht heil aus. Warm ist es auch noch. Ja, ich hab's nicht in meiner Tasche transportiert, Onkel, ne? Für die Sicherheit. So. Ja, diese Farbe und das Gewicht würde ich im Schlaf erkennen. Das ist ohne Zweifel Leias Ei. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Ich hatte mir solche Sorgen gemacht, aber es ist ja nochmal gut ausgegangen. Das Ei ist wieder in Sicherheit. Yeah! Die Diebe waren wirklich aus Ishgard, wie ich vermutet hatte. Mit der Hilfe eines Mogri hätte ich jedoch nicht gerechnet. Dabei handelt es sich doch nicht etwa um denselben Mogri. Kennst du unseren kleinen Helfer? Möglicherweise. Bei der großen Katastrophe vor 5 Jahren hat mir ein Mogri das Leben gerettet. Ich war in einem Gebiet unterwegs, das heute nicht umsonst Kohlenwald genannt wird. Der ganze Wald stand in Flammen und der Rauch drohte mich zu ersticken. Da tauchte plötzlich ein Mogri auf und führte mich an einen sicheren Ort. Jetzt wisst ihr, warum ich unser Gestüt Mogri-Stolz getauft habe. Ah, das ist ja süß. Ohne den kleinen Kerl hätte ich damals nicht überlebt. Es scheint fast so, als hätte der Mogri seit jenem Tag über uns gewacht. Ha, das wäre ja klasse. Ein eigener Schutzengel in der Gestalt eines Mogris. Und ein weiterer Schutzengel in der Gestalt von Kraftus. Ha, auch dir gilt mein Dank. Lugloth wird dir eine Belohnung geben. Lugloth, ja. Lug und so. Dede! Leias Ei. Es ist wertvoll und unersetzlich. Tausend Dank für seine Rettung. Du bist wirklich ein Schutzengel. Könntest du noch ein Weilchen bleiben und über uns wachen? Ich habe etwas gesehen, das mir große Sorgen bereitet. Okay, wir kriegen eine Ledertasche. Gönnen wir uns. Geil! Tada! Aber wo ist denn die Ledertasche anzulegen? Jobkristall, Nebenhand? Wozu zählt denn die Tasche? Kopf? Hemd? Beine? Füße? Ist das einfach wirklich eine Taschentasche? Hier. Ach, eine Tartsche. Junge. Ich dachte, das ist für ein Beutel oder so. Das ist ein Schild für die Nebenhand. Eine Tartsche. Let's go. Ach, schön. Na gut, dann, ja, Taschentatsche. Bleib bei mir. Ich freue mich. Alarmierende Nachricht. Lokelot auf Gut Zwieselgrund beunruhigt etwas. Hat er schon wieder ein Ei verloren? Ich weiß es nicht. Ah, die schicken die 12, mein Freund. Ich muss dir etwas Furchtbares sagen.
Gestern habe ich einen Ballon über dem Wasser fliegen sehen. Und vor 3 Sonnen auch. Es waren die Ixal. Ich sag es dir, ganz sicher. Diese miesen Schweine lassen Luftballons steigen. Normalerweise sorgen die Gebieter des Waldes dafür, dass wir von diesen Wilden verschont bleiben. Aber vielleicht haben sie uns verlassen. Dann ist alles aus. Weißt du auch, dass immer wieder eine unheimliche Gestalt gesichtet wird? Ich sage dir, lange geht das nicht mehr gut. Jemand muss was unternehmen. Und deswegen habe ich alles aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Hier, das ist der Brief. Mit einer genauen Karte. Gib ihn bitte. Was sollte ich sagen? Bitte, Scatman. Gib ihn bitte Millionen. Wieso Millionen? Weil man ihr vertrauen kann, verstehst du? Sie wird wissen, was zu tun ist. Okay. Ich habe alles genau aufgeschrieben. Montag 7.31 Uhr. Mein linker Hoden tut weh. Montag 7.32 Uhr. Ich muss pinkeln. Montag 7.33 Uhr. Immer noch keine seltsame Gestalt. Junge, so geht's jetzt einfach weiter über 200 Seiten. Da wird sich Millionen aber freuen über die Nachricht, ne? Dann können wir wieder nach Neue Gridania, würde ich sagen. Und können da einmal quatschen. Ja, war doch schön, unsere Zeit hier unten bei den Schokobos. Ich hoffe, die Hodenschmerzen sind vergessen. Da ist die dicke Katze again. Ja, jetzt auch als Pet. Sehr, sehr schön. Muss man aber aufpassen, wenn man mit so einem Schweif spielt und der wackelt hier rum. Wenn die Katze da in Spiellaune ist, Junge, dann könnte aber blutig enden, ne? Vorsicht ist die Mutter der Stunde, sage ich immer. Dann hast du auf einmal Montag 7.38 Uhr, habe massive Schwanzschmerzen, Bruder. Da muss ich aber richtig los, wenn ich das dann lese. Oh, das ist doch Kraftus McCraftface, man kennt ihn. Du hast bei Gut Zwieselgrund gute Arbeit geleistet, habe ich gehört. Ich bin froh, dass ich Kisa so jemanden schicken konnte. Ja, ich bin fast ein bisschen stolz. Dabei habe ich gar nichts gemacht. Hast du dich denn schon einigermaßen in Gridania eingelebt? Ich hoffe, dir gefällt es hier. Du hast einen Brief für mich, sagst du, von Lucalot? Hab ich. Guck mal. Für alarmierende Nachricht, ja. Bitteschön. Gönn dir. Hoffentlich wird er mir keinen neuen Schokobo verkaufen. Das wäre Ehre, wenn das die alarmierende Nachricht ist. Sonderangebote. Oh. Da geht es ganz und gar nicht um Schokobos. Kraftus McCraftface. Ich fürchte, es gibt wieder Arbeit für dich. Falls du nach... Ach, ich dachte, das ist ein Ortsname. Falls du noch Dringliches zu erledigen hast, mach es jetzt. Und dann komm schnell wieder zu mir. Die Sache könnte noch etwas unangenehm werden. Okay. Tada, Big EP. Ja, dann können wir jetzt zu unseren Pikenier-Freunden. Und können da ein bisschen rumpieken und so. Oh, was jetzt? Oh. Level up. Wir haben länger keine neue Fähigkeit bekommen, kann das sein? Oder habe ich die auch irgendwo anders? Notizbücher? Gruppe Soziales? Ne, die sind ja immer in die Leiste geflogen gekommen, ha? Bin einfach fähigkeitslos. Ich bin ein fähigkeitsloser Unhold. Ja, reisender Mogri, was ist mit dir? Der hängt hier so allein. Meine bommelige Wenigkeit hat dir eine kleine Fibel zusammengestellt, mit der du die Mokmok-Kollektion ganz kinderleicht verfolgen kannst, Kupo. Schlag sie doch gleich mal auf. Wann auch immer du eine Kollektion findest, oder wenn eine stattfindet, dann kannst du die Nase in dein Mokpendium stecken und prüfen, wie du am besten nach ungewöhnlichen allergischen Steinen jagst. Aha. Und sobald du so viele Steine hast, dass sie dir schon aus allen Taschen und Beuteln quellen, kommst du zu mir, Kupo. Ich tausche sie dir nämlich gegen noch viel ungewöhnlichere Gegenstände. Aha. Das Mokpendium. Nice. Einige Pets kann man sogar füttern, das ist Ehre. Boah, das ist sehr grell jetzt gerade. Holy hell, da muss ich erstmal wieder Brille putzen. Wenn wir so lange am Stück streamen, dann setzt sich immer der ganze Mock und Schmock und Smock auf meiner Brille ab. Wo ist mein Putztuch hier drüben? Freie Gesellschaften sind unabhängige Organisationen, die von Spielern betrieben werden und ähneln Gilden. Ah. Es gibt keine Beschränkungen zum Eintritt in eine Gesellschaft, aber Spieler können immer nur einer davon angehören. Gesellschaften können Gesellschaftspunkte verdienen und ihren Rang steigern, indem sie verschiedene Gruppenaufträge wahrnehmen. In diesen Aufträgen können zudem Gesellschaftstaler gesammelt werden, die gegen verschiedene Gegenstände eingetauscht werden können.
Um eine Gesellschaft zu formen, brauchst du einen Gründungsantrag und drei andere Spieler, die diesen unterschreiben. Diese drei Spieler werden zu Gründungsmitgliedern der Gesellschaft. Das ist ja toll. Gründungsmitglied, Junge. Läuft. Diese Leuchtebommel. Eure Bommeligkeit, Junge. Schön, dass er da ist.